Hare Krishna, in diesem Video möchte ich einen Brief beantworten bzw. einen Kommentar zu einem meiner Videos. Und diesen Kommentar lese ich mal vor. Woher kommt das eigentlich, das mit dem glücklichen Leben als oberstes Ziel oder kurz Glück als Lebensziel? Ist das nicht irgendwie fragwürdig? Ist es nicht viel mehr Bedeutung, Sinn bzw. Bewusstsein, das dem Leben mitunter auch glückliche Perioden schenken kann? Der Weg zu Bewusstsein kann schmerzhaft sein und ist dennoch erfüllend, macht sozusagen auf eine Art glücklich. Das Chanten, okay, und das ist dann der zweite Teil. Also zuerst Bewusstsein als Sinn im Leben versus Sinn und Bedeutung und Bewusstsein. Also ich würde sagen, Glück ist die individuelle, subjektive Erfahrung, die höchste Erfahrung, ja, die höchste Erfahrung, die ideale Erfahrung, wahres Glück. Und das trenne ich natürlich von materiellem Glück. Materielles Glück würde nur die Sinne betreffen, nur den Körper betreffen oder vielleicht auch den Geist betreffen, wenn man von Kunst und Kultur und Musik angetan ist. Dann ist das ein gewisses geistiges Glück. So, der Geist und der Körper sind sicherlich stark verbunden und das würde sich austauschen. Man sagt auch dann sentimental. Also Senti, die Sinne, und mental dann der Geist und die Gefühle. Das ist nicht das wahre Glück. Das wahre Glück, von dem die vedischen Schriften sprechen, ist eine vollkommene Erfüllung, eine ewige Erfahrung, also das wird nicht langweilig, ist geprägt von Freiheit, von Empfindung der Freiheit, der Angstlosigkeit, also ein gewisser idealer Zustand. Wenn wir jetzt dieses Wort Glück verwenden, dann soll das damit ausgedrückt werden. Wenn das nicht verstanden wird, dann muss man ein anderes Wort nehmen als Glück, vielleicht dann Perfektion. So in der Hinsicht muss ich dir im Kommentar recht geben, wenn Glück nur als materiell verstanden wird, dann ist das natürlich nicht der oberste Sinn des Lebens. Bedeutung, Sinn, Bewusstsein würde mit diesem Glück, so wie ich es definiert habe, Hand in Hand gehen. Das heißt, im Glück hat man auch Bedeutung und hat man Sinn, beziehungsweise der Sinn ist das Glück, wenn man eben diese Erfahrung machen kann. Eben diese ideale Erfahrung, diese ideale, ja, und das ist auch mit Bewusstsein verbunden, die ideale, bewusste, glückliche Erfahrung. In der Hinsicht sind diese Dinge nicht voneinander getrennt. Also Bewusstsein wäre ein Aspekt von Glück, weil wir benötigen Bewusstsein, um Glück zu erfahren. Hätten wir kein Bewusstsein, könnten wir nicht Bewusstsein über das Glück haben. So, wir als Seelenwesen haben Bewusstsein. Wir können uns über verschiedene Dinge bewusst sein, über Glück oder Leid, verschiedenste qualitative Erfahrungen in dieser Welt. Aber die höchste bewusste Erfahrung wäre dann die dieser Erfüllung, dieser Perfektion. Ananda heißt das im Sanskrit oder auch Samadhi, also der vollkommene Geisteszustand, Purna Pragya und so weiter. Gibt es verschiedene Worte für. Aber eben dieser perfekte Daseinszustand, der eben von Glück auch geprägt ist. Und Sinn und Bedeutung, ja, was ist Sinn? Was wäre der Sinn, kommt eben darauf an von was, aber vom Leben an sich. Was wäre der Zweck des Lebens? Wohin soll das Leben führen? Ja, letztendlich eben zu diesem Idealzustand, wenn diese Option besteht. Wenn diese Option natürlich nicht besteht und es keinen perfekten Zustand gibt, dann müssen wir eben über etwas anderes sprechen. Was wäre dann der Sinn des Lebens? Entweder biologischer Natur, der ist natürlich vorgegeben, seine Art zu erhalten, und das ist auch ein gewisser Instinkt. Und darüber hinaus muss man sich dann selbst einen Sinn geben und das Leben irgendwie definieren, wenn es eben keinen vorgegebenen Sinn, keinen absoluten Sinn, wenn es nichts Absolutes gibt. Das wäre natürlich eine ganz andere Diskussion dann. Aber wenn es eben eine gewisse Perfektion gibt, wie es die Religionen und Philosophien beschreiben, einen Idealzustand, und wir diesen erreichen können, nicht nur jetzt physisch, also physisch schon gar nicht, nicht nur lokal, dass man sich eben transportiert in eine andere Welt, Dimension, sondern dass man auch qualitativ unterschiedliche Erfahrungen machen kann, in einer höchsten Sphäre, dann auch einen höchsten Bewusstseinszustand, dann wäre natürlich das der ultimative Sinn des Lebens. Dann könnte man das Leben eben primär dafür verwenden, dieses Ziel zu erreichen, das uns natürlich dann die beste Erfahrung bietet. Gut, das wäre mal zum ersten Punkt. Ja. Glück, schreibt die Person ja auch, Bianca, ups, ich will ja,
In dem Kommentar heißt es auch hier in Klammer, Glück als mögliches, aber nicht notwendiges Nebenprodukt. Wie gesagt, wenn Glück materiell definiert wird, andere Diskussion, aber so wie ich es definiere, dann ist das nicht ein Nebenprodukt, sondern ist es die Natur des Sinns des Lebens. Wenn Glück materiell definiert wird, dann könnte man sagen, wäre das ein Nebenprodukt einer spirituellen Lebensweise, einer sinnhaften Lebensweise, wenn es materielles Glück wäre. Weil materielles Glück bzw. die materiellen Lebensnotwendigkeiten abzudecken, ist notwendig, damit man überhaupt sich orientieren kann. Beziehungsweise ein gewisses Mindestmaß. Manche können vielleicht einfach nur mit einem Glas Wasser und 5 Reiskörnern am Tag auskommen und dennoch produktiv, spirituell oder geistig produktiv leben. Andere brauchen eben mehr. Also wir haben gewisse Lebensnotwendigkeiten, die muss man erfüllen, damit man diesen Körper zumindest am Laufen hält. Man versucht natürlich dann da nicht exzessiv nach Glück oder Sinnbefriedigung zu suchen. Ja. Und dann der zweite Teil dieses Kommentars, das Chanten eines Mantra dagegen scheint mir nicht auf Bewusstwerdung in diesem Sinne hinzuarbeiten, wirkt auf mich eher wie ein Ausblenden der Wirklichkeit. Bitte nicht missverstehen, ich kritisiere hier ausdrücklich nicht. Ich bin froh, hier so guten Einblick zu erhalten, aber das sind halt Fragen, die ich mir stelle. Okay, da muss man mal verstehen, was ist Mantra überhaupt? Erstens, Mantra heißt, was den Geist befreit. Was wir hier machen mit dem Hare Krishna Mantra, ist nicht nur den Geist befreien, sondern der Mantra ist auch ein Name, sind Namen der absoluten Person, Krishna. Und diese absolute Person oder alle Aspekte, persönlichen Aspekte der absoluten Person sind auch absolut und sind auch in der Hinsicht dann transzendent. So der Name der absoluten Person ist auch transzendent und göttlich und mächtig. Durch dieses Rezitieren und Singen des Mantra wird unser Bewusstsein gereinigt und wir werden auf diese göttliche Ebene erhoben. Wir werden Bewusstsein entwickeln, weil dieses Mantra unser Bewusstsein eben reinigt von allen Anhaftungen, Sorgen, Problemen und so weiter. Und wir entwickeln ein spirituelles Bewusstsein, was eben zu dem Glück führt. So, das ist nicht so, dass man durch den Mantra der Welt entfliehen möchte, sondern dass man den Mantra, der ja auch mit Aspekten der Welt, dem Körper, angewandt wird, also die Welt nutzt praktisch, um die Welt zu transzendieren. Und das ist in der Hinsicht kein Fliehen, weil wir müssen diese Welt so oder so aufgeben, da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und auf das bereitet man sich sozusagen vor, beziehungsweise nutzt eben diese Welt und dieses Leben, um dann das Bestmögliche im nächsten Daseinszustand zu erreichen. So dieses Mantra ist eine Technik, wie man, wie gesagt, sich dem Leben mehr stellt und auch dem dringenden Fragen des Lebens mehr stellt, diese ganze Philosophie. Und nicht meint, ja, das gibt es nicht und brauche ich nicht und weiß ich nicht und wird schon irgendwann kommen oder wird doch nicht kommen oder glaube ich nicht und ich mache jetzt einfach nur mein materielles Ding. Ich meine, dass diejenigen, die uns Eskapismus vorwerfen, also dieses Fliehen von der Welt, wenn man ja in einem Kloster lebt oder meditiert oder betet und so weiter, meine ich, die ignorieren die dringenden Probleme und Fragen des Lebens, die sich eigentlich alle Zeit, jeden Moment, aufgeworfen werden, indem sie sich einfach mit den Notwendigkeiten des Lebens abfinden und meinen, ja, ich gehe jetzt einfach arbeiten, ich stelle mich der Welt, ich gehe einfach arbeiten und ich versorge meine Familie und ich fliege einmal im Jahr im Urlaub und ich stelle mich der Welt und ich gehe nicht einfach in ein Kloster und gebe das alles auf. Nee. Es gibt natürlich verschiedene Arten des Lebens. Man kann einfach so materiell leben, aber ich meine nicht, dass sich diese Person mehr dem Leben stellt. Ich meine, der entflieht den dringenden Fragen des Lebens nach Gott und Sinn und Glück und Leben und Tod und so weiter, indem er darüber nicht nachdenkt, ja, was ja auch Aspekte des Lebens sind, und limitiert sich einfach nur auf das Materielle. Wohingegen derjenige, der versteht, diese Dinge sind präsent und als Mensch habe ich die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen, und das ist wahrscheinlich mehr der Sinn als nur das Materielle, stellt sich dem Leben viel mehr, im Besonderen, wenn er sich mit dem Tod beschäftigt, der ja ein Aspekt des Lebens ist, den wir leicht ausklammern. So, der Mantra ist in der Hinsicht ein wichtiges Element, um bewusst zu werden, um sich dann mehr bewusst zu sein, was das Leben überhaupt bedeutet. Und dadurch flieht man nicht, sondern stellt sich dem Leben viel mehr. Ja, Hare Krishna.